Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Zensiert. Hier schauen wir uns Kartenbälle aus dem OCG an, vergleichen sie mit dem TCG und fragen uns, was Konami in seiner Freizeit eigentlich so anstellt, denn manche von diesen Zensuren sind doch irgendwie seltsam. Heute werfen wir unseren Zensurblick auf Dawn of Majesty, ist vor gut einem Monat erschienen, hat uns Support gebracht für die Majestics und Stardust Monster, die wir schon seit jeher kennen. Ebenfalls dabei ist ein neuer Sushi-Archetype, die Su-Ships. Auch Despia und Magicky hatten wir hier drin und Beetrooper, das neueste TCG-Exclusive-Thema. Kleine Insekten, die doch ganz lustig sind, können unter Umständen ganz schön lästig sein. Ein sehr witziges Deck, schauen wir uns in Zukunft auch noch an. Jetzt aber erstmal zu den Zensuren in diesem Set. Wie immer teilen wir sie ein in unsere 7 Zensurkategorien. Falls ihr die nicht kennt, das sind sie. Und falls ihr die nicht kennt, ist die Chance relativ hoch, dass ihr zensiert vielleicht noch gar nicht so oft geschaut habt, denn ja, das begleitet uns eigentlich in jeder Folge. Wenn das so ist, schaut mal in die Beschreibung. Da findet ihr den Link zur Playlist von unseren bisherigen Zensiert-Folgen. Wenn euch das Thema gefällt, schaut mal rein. Würde mich freuen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Auch das würde uns sehr, sehr weiterhelfen. Und im Dawn of Majesty Set haben wir heute 6 Zensuren. Zungenbrecher irgendwie. Ja, ihr seht schon, wir haben einiges an weiblichen Monstern hier dabei. Könnt euch wahrscheinlich schon denken, in welche Richtung das gehen wird. Wir haben aber auch 2, 3 Sachen drin, die vielleicht nicht ganz so offensichtlich sind auf den ersten Blick. Wollen wir uns doch gleich mal reinstürzen mit die Iris-Schwertseele. Weibliches Monster, das hier so ein Schwert schwingt und wie häufig bei den weiblichen Monstern, zumindest im OCG, doch eine relativ große Oberweite mit sich bringt. Was könnte hier das Problem sein? Versierte, zensiert Zuschauer wissen es schon, es ist definitiv die Oberweite. Wobei ich sagen muss, ich sehe hier den Unterschied nicht wirklich. Es hieß auf dem Wiki ja, die Oberweite wurde ein bisschen reduziert, einfach um sie weniger prominent darzustellen. Das Einzige, was ich sehen kann, sind diese mehr oder weniger Falten, die da in dem weißen Stoff über ihrer Brust ausradiert wurden oder zumindest nicht mehr so gut sichtbar sind. Ich bin nicht sicher, ob es darauf anspielen oder ob es die Falte ist vorne im Dekolleté. Es sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Es wirkt ein bisschen flacher, aber ich kann es irgendwie nicht so wirklich genau einordnen, woran das liegt. Ich glaube aber, es sind diese paar Falten, die man da wegradiert hat. War das notwendig? Nein. War es Konami-konform? Mehr oder weniger. Man muss ihnen aber zugute halten, sie halten sich mittlerweile mit anderen Sachen dafür doch relativ stark zurück. Diesen Beinausschnitt, den ihr da auf dem Rock sehen könnt, unten direkt über dem Holster, oder zumindest sieht es für mich so aus, als wäre es ein Beinausschnitt. Entweder haben sie ihn übersehen, haben ihn nicht als Bein wahrgenommen und ich sehe einfach was nicht da ist. Oder aber, sie haben sich tatsächlich nicht darum gekümmert und es sein gelassen. Das hätte es früher definitiv nicht gegeben und auch ich würde argumentieren, bei den Schultern hätte man früher den Rotstift angesetzt. Aber, hey, auch wenn gute Dinge passieren, muss man das ansprechen, nicht wahr? Kommen wir zur nächsten Karte. Und zwar dem Schutzgeist oder dem Schutzgeist Loa Gaeth. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich habe es garantiert falsch ausgesprochen, aber who cares? Ich habe die Karte letztens aus dem Booster gezogen und dachte mir noch, hey, coole Karte, ist doch super, dass die nicht zensiert wurde. Und dann schaust du ein bisschen genauer hin und schaust dir vor allem das OCG-Artwork an und denkst so, vielleicht auch nicht ganz. Denn die Karte hat ein paar Zensuren bekommen, ansonsten wäre sie nicht in diesem Video, irgendwie logisch. Schauen wir mal, ob ihr sehen könnt, was hier der Unterschied ist. Na, ist es euch schon aufgefallen? Es ist mal wieder die gute Oberweite von diesem schönen Schutzengel hier. Da wurde ein bisschen mit rotem Tuch ein bisschen für mehr Stoff gesorgt, damit die Arme nicht so kalt hat. Was man aber auch hier wieder mal anmerken muss, früher wäre dieses Bauchfreie und das Bein niemals durch die Zensur gekommen. Das hätte man definitiv mit Stoff zugedeckt. Heute lässt man das sein. Sehr, sehr positiv. Das sehen wir immer häufiger, dass wir gerade diese bauchfreien Geschichten und auch die Beine, dass wir die tatsächlich haben dürfen. Das Einzige, wo Konami noch konsequent zu sein scheint, ist bei weiblichen Brüsten. Ja, vielleicht haben wir das in 2, 3 Jahren dann ja auch nicht mehr. Wer weiß.
Vor allem, wenn ich mir die nächste Karte anschaue, denn die ist doch interessant. Rückenwind von Gusto nennt sich die Karte, eine Gusto-Support-Karte. Ist wohl in dieses Set reingekommen, nachdem Gusto ganz knapp im letzten Structure Deck Poll gegen die Cyberdark, das Wort habe ich gesucht, gegen die Cyberdark ein bisschen zurückgelegen hat, um nicht mal einen Prozentpunkt, so viel es mir ist. Also haben sie hier ein bisschen Support bekommen. Die Kuribos, die auf dem 5. Platz gelandet sind, kriegen dann ein bisschen Support im nächsten Battles of Legend, bzw. Brothers of Legend. Und ja, eben also die Gusto-Karten haben es hier jetzt reingeschafft. Wenn sie schon nicht ein eigenes Structure Deck bekommen, haben sie hier ein bisschen Support reingepackt. Und wir sehen hier Reese. Reese kennen wir eigentlich schon. Was wurde hier wohl zensiert? Ich gebe mal einen Tipp. Reese hat normalerweise weniger kurzen Rock und ein weniger ausfallendes Top an. Bei uns sieht es dementsprechend so aus. Moment mal. Da fehlt doch was. Da ist was, da fehlt was, was da sein sollte. Und okay. Konami hat tatsächlich den oberen Teil, die Brust hat es bedeckt und den Rest von Reese bereits angepasstem Artwork aus dem Hidden Arsenal 6 Booster in Ruhe gelassen. Das hat man nicht mit rübergenommen. Das hatten wir, glaube ich, bisher noch nie, dass man bereits zensierte Karten, wenn sie auf anderen Karten auftauchen, nicht genau gleich wieder zensiert. Ich glaube, das ist eine Premiere. Ich konnte zumindest keine andere Karte in meiner Datenbank finden, wo das schon mal der Fall war. Wenn ich da was verpasst habe, schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich freuen, von euch zu hören. Für die, die es vielleicht nicht mehr ganz präsent haben, ich meine, das Zensiert-Video zu Hidden Arsenal, das ist doch schon 3 Jahre her. Ich habe euch die Karte mal rausgesucht aus dem ursprünglichen Video. Und die sah so aus. Reese, Wirbelwind von Gusto, hat im OCG dieses doch relativ freizügige Outfit. Eben mit diesem Röhrentop und dem doch relativ kurzen Minirock. Und ja, alles in allem ein relativ luftiges Outfit. Im TCG hat man dann Folgendes draus gemacht. Man hat ihr einen Stoff eingezogen über den Bauch, der wurde also bedeckt. Und man hat ihr den Rock verlängert, damit er nun auch die Oberschenkel bedeckt. Man merke, nicht eine dieser Änderungen, außer dem Top, was angepasst wurde, wurde fürs neue Artwork im TCG übernommen. Wir haben weder den Rock noch den Stoff über dem Bauch. Interessant. Meiner Meinung nach kann Konami das gerne so beibehalten und einfach noch die Kleinigkeiten zensieren, die sie für unbedingt nötig halten, aber für den Rest uns doch die unzensierten Artworks geben. Ich wäre sogar dafür, dass wir sagen, hey, jede Karte, die wir nachdrucken und die nach heutigem Standard eigentlich nicht mehr zensiert sein müsste, die drucken wir doch einfach auch unzensiert ab. Egal, ob es jetzt eine Lost Art Promo ist oder nicht. Wie seht ihr das? Würdet ihr es begrüßen, wenn Konami die Karten, die wir, vielleicht sogar auch die, die wir schon als Lost Art Pro bekommen haben, die es schon unzensiert im TCG gibt, wenn man die fortan in neuen Produkten nicht mehr zensiert abdruckt? Ich denke da eben an so Sachen wie die Harpien zum Beispiel. Würde mich auf jeden Fall freuen. Gut, gehen wir ein bisschen weg von den Erotik-Zensuren und gehen hin zu den Magic Keys. Hier haben wir Magie-Schlüssel Duo. Und was wir hier drauf haben, ist Magic Key Maftia, das ist diese Kanone, die ihr da sehen könnt, die auf Klefki mehr oder weniger zielt und ein bisschen außer sich ist, ein bisschen erzürnt scheint. Und Konami hat dann hierzulande das draus gemacht. Es spuckt jetzt mehr in Klefkis Richtung. Dafür zielt der Lauf nicht mehr auf Klefkis Kopf. Offenbar fand man das nicht so gut, da kam wohl irgendwie der Gedanke auf, das sieht ein bisschen so aus, als würde der gleich abgeknallt werden. Darum haben wir dann auch diese Rauchschwaden offenbar verschoben. Also irgendwie seltsam. Ich finde jetzt nicht, dass es im linken Bild sehr danach ausschaut, als würde die Kanone feuern. Die spuckt eher, aber okay. Gab schon schlimmere Zensuren, aber das hier ist etwas, was ich, glaube ich, nicht verstehen muss und auch gar nicht verstehen will. Gehen wir weiter zur nächsten Karte. Und hier haben wir einen alten Freund wieder zu Besuch, den guten alten Baumfrosch. Und zwar gleich zwei davon. Einmal hier am Haken, einmal hinten fragend reinschauend auf den Boden. Und Totally Awesome und Ronin Toten, die da versuchen, den armen Baumfrosch daran zu hindern, hochzusteigen. Ja, mit mäßigem Erfolg, würde man gerne sagen.
Ja, was wurde hier zensiert? Natürlich wurde der Baumfrosch angepasst. Baumfrösche dürfen im TCG ihre Heiligenscheine nicht damit dürfen sie nicht rumspielen. Ist ganz eine schlechte Sache. Und ja, natürlich müssen die dann auch hier auf den neuen Artworks verschwinden. Ja, geht's eben in die Höhe ohne den Heiligenschein. Vielleicht haben die da oben ja noch ein paar übrig, wer weiß. Kommen wir zur nächsten Karte, Trickstar Festival. Hier haben wir zwei Trickstar-Monster drauf, die hier gerade so ein bisschen ein kleines Konzertchen zu trällern scheinen. Einmal mit der Gitarre, einmal mit der, wie ich hoffe, doch guten Stimme. Und hinten aber im Trickstar Band Sweet Guitar. Und was könnte uns daran wohl stören? Ich denke, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Da sind zwei ganz, ganz böse Sachen drauf, die sich Brüste nennen. Immer diese weiblichen Monster. Immer diese Brüste. Ah. Ja, man hat sie ein kleines bisschen bearbeitet. Sie sind jetzt nicht mehr ganz so betont. Also ihr seht schon, dass die Schatten da ein bisschen anders ausschauen. Sie sind jetzt nicht mehr ganz so prominent in Szene gesetzt, könnte man sagen. War das notwendig? Ja, nein. Aber auch hier muss man zu Konamis Verteidigung sagen, früher hätte man da wahrscheinlich einiges an Größe weggemeißelt. Heute fliegen einfach nur noch die Schatten raus. Wie gesagt, vielleicht haben wir in 2-3 Jahren dann doch gar keine Zensuren mehr. Es wäre ja irgendwie doch wünschenswert, auch wenn es schade wäre, denn dann ist dieses Format hier zu Ende. Ja, ich weiß, ich möchte auch gar nicht dran denken. Nee, Zensuren sind so eine Sache, nicht wahr? Ich bin eigentlich der Meinung, Konami geht in die richtige Richtung, aber sie könnten doch mal ein bisschen konsequenter in die richtige Richtung gehen und doch noch 2-3 Sachen einfach weglassen, die sie momentan denken, seien notwendig. Das hier gehört definitiv dazu. Gut, das waren sie, die 6 Zensuren in diesem Set. Es war relativ übersichtlich. Wir müssen sie noch kurz in unsere Kategorien einsortieren. Das ist wie immer unsere Aufgabe am Ende des Videos und ist relativ schnell gemacht. Wir haben wieder mal eine überwiegende Anzahl an Erotik-Zensuren. Wir haben eine Religionszensur mit Baumfrosts Heiligenschein und die Gewaltzensur mit Klefki und seinem Kanonenfreund. Ja, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen da. Würde mich sehr, sehr freuen. Lasst ein Abo da, aber dann verpasst ihr nicht die nächsten Folgen hier auf dem Kanal. Und ja, das nächste Video für euch gibt's dann am Mittwoch. Ich hoffe, freut euch drauf. Lasst euch überraschen. Wie immer auch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an unsere Patreon-Supporter, die ihr gerade auf eurem Bildschirm sehen könnt. Also vielen Dank an Salt Collection, Plutox, Mushroom Bros, Mascarario, Kartoffelkiste, Kaito, Hyorin Maru, Horus und Azurda. Falls ihr Patreon-Supporter werden wollt, schaut in die Videobeschreibung, da ist der Link dazu. Ihr könnt natürlich auch auf YouTube Kanalmitglied werden, auch dazu findet ihr den Link in der Videobeschreibung. Kriegt ein paar coole Vorteile, also schaut doch mal rein. Ja, das war's von mir für heute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao Leute.